Das nächste Kapitel heißt Gut und Böse. Weißt du, was gut ist? Natürlich weißt du, was gut ist. Sieh in dein Herz und frage dein Gewissen und du weißt, was gut ist. Woher weißt du, was gut ist? Nun, du bist von deiner Mutter und von mir geliebt worden und wirst von uns geliebt heute und solange es dich und uns gibt. Und du liebst uns. Und nicht nur uns, auch deine Geschwister und Omas und noch einige Leute. Und wer geliebt wird und liebt, der weiß, was gut ist. Die Liebe überträgt sich und zeigt einem, was gut ist. Das ist die eine Quelle. Und dann haben dir viele Menschen gezeigt, was gut ist. Wir, deine Eltern, deine Geschwister, deine Verwandten, deine Freunde, deine Erzieherinnen und Lehrerinnen und viele andere Menschen, denen du begegnet bist. Sie haben gesagt, was sie gut finden und was nicht. Meistens haben sie auch das getan, was sie gut finden. Manchmal haben wir dir auch Sachen vorgemacht, die nicht gut waren. Ich hoffe, das war nicht zu häufig. Was gut und was schlecht ist, ist nicht in jedem Fall klar. Die Meinungen darüber haben sich im Laufe der Zeit verändert und verändern sich immer noch. Trotzdem gibt es einen Kern von Dingen, über die fast alle Menschen und Kulturen eine gemeinsame Meinung haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass man Menschen nicht grundlos töten soll. Dieser Kern ist aber ziemlich klein und schon bei der Frage, ob es gut ist, einen Menschen zu töten, der einen anderen Menschen umgebracht hat, gehen die Meinungen auseinander. Es gibt viele Staaten, die Menschen hinrichten, auch solche, die sich demokratisch oder christlich nennen. So ist das, was gut ist, immer wieder neu definiert worden. Und auch du musst dir deine eigene Meinung darüber bilden, was gut ist. Daran bist du aber nicht völlig frei. Die Liebe zu deinen Nächsten und das Vorbild deiner Umgebung haben dir schon Maßstäbe für Gut und Böse eingepflanzt, die dich zu einem guten Menschen machen werden, wenn du sie nicht verleugnest. Wissen alle Menschen, was gut ist? Wie gesagt, da immer wieder neu herausgefunden werden muss, was gut ist, kann man das nicht so ohne weiteres sagen. Zumindest tief im Inneren haben die meisten Menschen schon ein Gefühl dafür. Denn auch sie sind geliebt worden und sie können genau wie du Gut und Böse unterscheiden, wenn sie in ihr Herz sehen. Aber es gibt Menschen, die vielleicht wenig geliebt worden sind und Schwierigkeiten haben, einen inneren Maßstab für das Gute zu finden. Oder die schreckliche Dinge erlebt haben oder denen Gewalt oder Gleichgültigkeit als etwas Gutes beigebracht worden sind. Bei solchen Menschen musst du vorsichtig sein, denn sie haben nur ein schwaches Gewissen und es ist nicht einfach, mit ihnen zusammenzuleben. Denn wenn der innere Maßstab für das Gute fehlt oder falsch ist, hilft auch ein äußerer Maßstab wie eine Religion oder ein Gesetz nichts. Man findet immer einen Weg, auch die schrecklichsten Taten zu rechtfertigen, wenn man keinen inneren Maßstab hat. Musst du wissen, was das Böse ist? Ich glaube nicht. Wenn du das Gute zu tun versuchst, vermeidest du das Böse von ganz allein. Vielleicht ist es nur gut zu wissen, dass es besser ist, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Könnt ihr noch einen? Ja. Bitte. Das ist ja hier auch ein Kapitel, was noch vielleicht ein bisschen einen anderen Aspekt wieder beleuchtet. Und zwar das Thema der Zweifel. Wir können nicht alles wissen. Die Wissenschaftler versuchen, ein Weltbild aufzubauen, das sich immer stärker der Wirklichkeit annähert. Aber auch dies ist unvollständig und es bleibt immer nur ein Modell oder Abbild. So bleiben uns immer Zweifel über die Dinge, die wir nicht wissen, sondern nur glauben können. Ertrage diese Zweifel. Nur der Zweifel ermöglicht es uns, immer wieder neue Fragen zu stellen, Ideen zu haben und die Welt weiter zu erforschen. Es gibt Dinge, die ich glaube, obwohl ich sie nicht beweisen kann. Zum Beispiel, dass du und ich und die Welt um uns herum tatsächlich existieren. Ich kann es nicht beweisen. Es könnte alles nur ein Traum sein. Aber das glaube ich nicht. Und du glaubst das, wie die meisten anderen Menschen, wahrscheinlich auch nicht. Wir nehmen also an, dass die Welt existiert. Aber diese Annahme könnte ich auch wieder ändern, wenn es gute Argumente dagegen gäbe. Das geht aber nur, solange ich bereit bin zu zweifeln. Der Zweifel zwingt häufig dazu, Annahmen in Frage zu stellen und nach neuen Lösungen zu suchen. Das ist manchmal anstrengend. Durch den Zweifel kommen Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen darüber, was gut und was richtig ist. Das kann zu Problemen im Zusammenleben führen. Viele Menschen ertragen darum den Zweifel nicht. Sie möchten Sicherheit für ihr Leben haben und klare Vorgaben, was sie tun und lassen sollen. Darum nehmen sie lieber Zuflucht zu religiösen Glaubenssätzen, die unangreifbar scheinen und die für alle verbindlich sein sollen. Aber auch solche Glaubenssätze entbinden nicht von der Verantwortung für das eigene Handeln und gemeinsame Ziele kann man diskutieren und vereinbaren, ohne sie zu einem unveränderlichen Glaubenssatz zu machen. Bemühe dich, mit dem Zweifel leben zu können und nicht zu einfachen Erklärungen Zuflucht zu nehmen, wo du keine vernünftige Antwort findest. Du kannst weitersuchen und vielleicht findest du sie später. Ja, das ist auch ein Kapitel, was mir sehr wichtig ist, denn wenn man sich positiv fragt,
Was definiert denn jemanden, der nicht an Gott glaubt und es eben nicht nur negativ als Abgrenzung gegen Nichtgläubige definiert? Dann sieht man ja auch immer wieder die Tendenz, dass auch nicht klassisch religiöse Gemeinschaften dazu neigen, irgendein positives Ziel zu definieren, das dann sozusagen absolut gesetzt wird. Man braucht nur an die kommunistischen Bewegungen beispielsweise zu denken, die eben häufig dazu tendiert haben, so jemanden wie Marx oder so dann wieder auf eine quasi gottähnliche Position oder eine unhinterfragbare Position zu stellen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht immer eben wieder die Problematik erzeugt, dass dann wieder die Diskussion zu Ende ist, dass wieder nichts mehr in Frage gestellt werden darf, dass nicht gezweifelt werden darf und dass damit die ganze Entwicklung eben auch zu Ende ist. Und das, was aus meiner Sicht wirklich den Kern meiner Lebenshaltung darstellt, ist, ich sag mal, der Glaube an den Zweifel. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit dem Zweifel und der Unsicherheit, den der Zweifel auslöst, lebe und leben muss, und ich habe das Gefühl, damit kann ich auch sehr gut leben. Das klingt immer so ein bisschen so, wenn man nichts hat, woran man sich festhalten kann, dann kann man irgendwie nichts mehr entscheiden. Das geht mir überhaupt nicht so. Ich zweifle an allem Möglichen und häufig auch an Dingen, wo Leute sagen, warum zweifelst du denn gerade das an? Aber ich kann damit ganz gut leben, und das ist letztendlich das, was aus meiner Sicht die wichtigste Voraussetzung ist, um sich eben die Offenheit zu erhalten, auch immer wieder neue Thesen und Hypothesen gelten zu lassen und sich da nicht auf einen Standpunkt festzulegen, den man dann mit Feuer und Schwert verteidigen muss.